Die Andacht zum Tag aus den Kirchengemeinden rund um Grünstadt und Bad Dürkheim. Wir lesen in der Bibel: Habe ich dir nicht befohlen, sei mutig und stark? Fürchte dich also nicht und hab keine Angst, denn der Herr, dein Gott, ist mit dir überall, wo du unterwegs bist. Hallo, hier spricht Magdalena Krönig aus Grünstadt. Zu Beginn dieses neuen Jahres schauen wir zurück. Wir erinnern uns noch einmal an Ereignisse des vergangenen Jahres, die wichtig für uns waren. Wir erinnern uns an das, was uns gelungen ist, und an das, bei dem wir weniger erfolgreich waren. Und natürlich auch an das, was uns überrascht hat und uns geschenkt wurde. An Menschen, denen wir begegnet sind und die unser Leben bereichert haben. Auch einiges Negatives und Belastendes nehmen wir mit in dieses neue Jahr. Wir sind gespannt, was es bringen wird, ob unsere Pläne aufgehen und wir unsere guten Vorsätze durchhalten können. Wir hoffen, dass sich so manche Sorge als unberechtigt erweisen wird und viele Probleme sich lösen lassen. Doch trotz aller Hoffnung bleibt auch die Angst vor Gewalt, Krieg, Hunger oder Krankheit. Das war schon zu allen Zeiten so. Auch für uns gilt die Aufforderung des Propheten Josua: Habt keine Angst und fürchtet euch nicht. Angst lähmt. Wir Christen brauchen diese Angst nicht zu haben, denn Gott ist bei uns. Deshalb sollten wir zuversichtlich sein und das tun, was in unserer persönlichen Macht steht, um das neue Jahr für uns und andere positiv zu gestalten. Packen wir es an. Herr, du hast uns in Jesus deinen Segen und dein Geleit zugesprochen für alle unsere Jahre. Führe, leite und stärke uns auf unserem bisweilen beschwerlichen Weg. Befreie uns und alle, die wir lieben, von aller Angst vor der ungewissen Zukunft und gib uns frohe und beständige Zuversicht. Gib uns Fröhlichkeit und Mut, die Last jedes Tages zu tragen. Amen. Es segne uns Gott, der durch sein Wort die Welt erschuf. Es segne uns der Sohn, der mit uns auf dem Weg ist. Es segne uns der Heilige Geist, der uns den Mut und die Kraft zum Leben gibt. So segne und begleite uns auf unserem Weg der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.